Weltmeisterschaft in Feltre in Italien. Ja, ein Hallo aus Feltre, denn die Weltmeisterschaft steht kurz bevor. Hallo von den Weltmeisterschaften und die kommen in Feltre. Hallo von den World Championships. Hallo, ich bin WM Italia. 안녕하세요. 월드 챔피언십에 오신 걸 환영합니다. Hola, estamos aquí desde el Mundial de Parapente en Italia. Saludos. Willkommen aus Italien, wo die deutsche Nationalmannschaft am Samstag bei der Einschreibung war und am Sonntag die Eröffnungsfeier besucht hat. Ganz Feltre war auf den Beinen, als die 150 Piloten durch die historische Altstadt zogen. Am Ende der Eröffnungszeremonie wurden noch ein paar beeindruckende Videosequenzen auf die umliegenden Gebäude projiziert. Dienstag, 4. Juli. Heute startet der erste Durchgang und Team Deutschland bereitete sich akribisch auf die erste Aufgabe, einen 78 Kilometer Lauf vor. Servus aus Bassano. Wir sind hier am Startplatz Rubio, oberhalb von Marostica in der Nähe von Bassano, bei dem ersten Lauf der diesjährigen Weltmeisterschaft. Mit mir sind 150 Piloten hier am Start und wir, das deutsche Team, wollen natürlich hier unseren Titel verteidigen, den wir 2015 damals in Kolumbien errungen haben. Das heißt für uns hier heute an diesem Startplatz, der ein bisschen weg ist von Feltre, wo eigentlich unser Hauptquartier ist, dass wir nicht ganz perfekte Bedingungen haben. Heute kommt es also fürs Team darauf an, einfach einen Grundstock zu legen, indem wir heute einfach solide punkten. Wir müssen heute nicht ganz top sein, aber wir müssen heute nach Möglichkeit viel im Ziel haben von unserem Team, um einfach die Grundlage zu legen und da gar nicht erst in Rückstand zu kommen. Es wird heute kein Tag sein, wo man vermutlich einen großen Abstand reinfliegen kann, sondern heute geht es darum, mit dem Pulk mitzukommen und im Ziel anzukommen. Nach dem Pilotenbriefing machten sich Thorsten Pepe und der Rest vom Team fertig für den Flug. Das heutige Race to Goal wurde über 78 Kilometer und 3 Wegpunkte geflogen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Live-Tracking und zur DHV-Wettkampfseite. Dort findet ihr alle nötigen Informationen, um das nächste Rennen auch live zu verfolgen. Jetzt haben wir gerade den Startpart hier, den ersten Lauf, und zieht ganz gut nach oben. Die erste Wende genommen. Ja, mal schauen, was wir daraus machen. Kurzes Resümee von dem Lauf. Etwa tierisch schnell. Man musste hoch sein, gerade zum Schluss, da wurde es nochmal ein bisschen tricky, weil man wirklich die Höhe brauchte, um die letzte Wende zu nehmen. Und dann hat uns nochmal der Endanflugrechner so ein bisschen veräppelt, weil wir die Navigierung zu dem hohen Turnpoint hatten. Und da wussten wir überhaupt nicht, wie hoch wir sein mussten für den Endanflug. Und das hat alle durcheinander gebracht, aber wir sind glücklicherweise reingekommen alle.